Okay. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr nach der Mittagspause schon so pünktlich da seid und auch herzlich willkommen im Stream zum Workshop. Ich muss den Titel lesen, ich kann ihn mich nicht merken. Wir haben uns gerade schon über Workshop-Titel unterhalten. Was wir doch dem blauen Engel über nachhaltiges Software-Design gelernt haben. Cornelis Schumacher ist hier und wird euch da jetzt eine halbe Stunde was darüber vortragen und dann haben wir noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Viel Spaß. Ja, danke und hallo in die Runde. Ja, ich bin Cornelis Schumacher. Ich möchte heute hier was über den blauen Engel erzählen. Den bringt man ja vielleicht nicht unbedingt mit Software in Verbindung, aber es gibt ihn für Software. Und ich werde euch erzählen, wie wir ihn bekommen haben und was wir dabei gelernt haben. Ich bin ja eher so ein Bit. Mich würde mal interessieren, so hier in der Runde, wer ordnet sich denn eher den Bits zu und wer eher den Bäumen? Wer ist hier ein Bit? Da haben wir einige. Und wer sind die Bäume? Da haben wir auch ein paar, das ist super. Und wir haben natürlich Leute, denke ich, die auch beides zusammen überblicken wollen. Ja, was haben wir durch den blauen Engel über nachhaltiges Software-Design gelernt? Ich fange mal an mit der Frage, warum bin ich überhaupt hier? Und das ist eine ziemlich lange Reise. Ich habe vor über 20 Jahren angefangen, Open-Source-Software zu entwickeln, freie Software zu entwickeln. Im KDE-Projekt. Das KDE-Projekt ist hier, der schöne Laptop zeigt es, ein Desktop, ein Linux für Linux und andere Systeme. Viele kennen ihn wahrscheinlich, manche nutzen ihn. Und da machen wir freie Software. Und ich bin da reingekommen, weil ich gerne Technik gemacht habe oder weil ich auch immer noch gerne Technik mache. Aber damals war ich fasziniert von C++. Insofern sind wir natürlich hier im falschen Vortragssaal, weil hier sind wir in Bash, aber so what? Die Technik hat mich angezogen und ich bin in diese Community reingeraten, habe angefangen zu programmieren. Und ich habe festgestellt, Programmieren ist cool, das macht Spaß, aber auch die Leute sind total cool. Und so diese Community hat mich wirklich da reingezogen und nicht mehr losgelassen. Und so über die Zeit habe ich auch festgestellt, dass die Technik zwar cool ist und Spaß macht und so weiter, aber dass wir da eigentlich viel mehr machen und dass es nicht nur um die Technik geht, es geht noch um viel mehr Sachen. Und es zeigt sich so ein bisschen in der KDE-Vision, die haben wir vor ein paar Jahren mal formuliert, dass wir eigentlich nicht nur Software entwickeln wollen, wir wollen eigentlich Leuten, wenn man das mal zusammenfasst, ihre digitale Freiheit garantieren. Und das ist jetzt eine Sicht, alle Nutzenden von Software sollen irgendwie Kontrolle haben und so, das ist cool. Das ist ein bisschen mehr so eine Sicht aufs Individuum, aber dann ist die Frage, was macht es eigentlich auch mit der Gesellschaft und was hat die Software eigentlich jetzt für einen Effekt auf unsere Umgebung, auf unsere Umwelt? Und die Frage ist aus meiner Sicht tatsächlich ziemlich wichtig. Und die Frage, warum, versuche ich jetzt euch kurz zu beantworten. Wir setzen ganz viel Software ein, überall inzwischen. Und wie beurteilen wir normalerweise Software? Wonach suchen wir Software aus? Wir gucken, was die kann. Wir gucken, ob sie schick aussieht. Wir gucken, ob sie uns gefällt, ob wir Spaß mit haben. Oder wir nehmen das Neueste, Beste, was uns über den Weg läuft. Oder manchmal auch das Neueste, Schlechte. Aber wir machen einfach Software, manchmal auch der Software will. Und man sieht es auch so in manchen Technologien, wo sich dann wirklich die Frage stellt, was bewirkt das eigentlich? Und was ist eigentlich mit der Nachhaltigkeit? Ziehen wir das in Betracht bei Software? Hat es überhaupt einen Einfluss? Das ist erstmal kein offensichtlicher Gedanke, weil Software ist so nebulös. Aber Software hat halt tatsächlich einen riesengroßen Einfluss, auch auf unsere Umgebung. Und so eine Zahl, die das so ein bisschen herausstellt, hier gibt es sicher noch viel mehr Experten und viel mehr Vorträge, die das noch viel besser darstellen als ich, aber einfach als so eine Zahl an der Stelle, der Energieverbrauch von dem Informations- und Kommunikationssektor ist ungefähr so hoch wie der von der Luftfahrtindustrie. Und da ist natürlich Hardware drin, aber da ist auch Software dabei und die Software hat einen großen Einfluss darauf, wie viel Energie das verwendet. Wir hatten heute Morgen zum Beispiel hier das Panel zum Thema Blockchain. Das ist so ein Beispiel dafür. Technisch super faszinierend, sozial, ich würde mal sagen, interessant. Für die Umwelt eine Katastrophe mit dem ganzen Energieverbrauch. Und das ist ein rein softwaregesteuerter Energieverbrauch. Deswegen die Frage, was ist eigentlich nachhaltiges Software-Design? Wie können wir unsere Software so gestalten, dass wir unsere Umwelt nicht kaputt machen? Um es mal ganz einfach zusammenzufassen. Ja, und da kommt eine unerwartete Antwort, da kommt uns ein Engel, ein blauer Engel zu Hilfe. Den blauen Engel kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Wenn man einkaufen geht, sieht man den auf vielen Produkten. Den gibt es schon seit den 70er Jahren. Dort wurde der eingeführt als Siegel für umweltfreundliche Produkte.
Und Produkte waren damals und sind auch heute noch hauptsächlich Dinge wie Farbe oder Schiffe. Es gibt also über 100 Produktkategorien Tausende von Produkten, die diesen blauen Engel tragen, als Zeichen dafür, dass man diese Produkte mit gutem Gewissen kaufen kann und damit die Umwelt nicht kaputt macht, idealerweise. Ja, und 2020 wurde eine neue Kategorie eingeführt für ressourcen- und energieeffiziente Software. Das ist also der Schritt, wo zum ersten Mal ein blauer Engel für Software eingeführt wurde. Und da gab es eine Präsentation, und die hat mich so in dieses Projekt eigentlich eingebracht, von Marina Köhn und Eva Kern auf dem Chaos Communication Congress. Die haben darüber gesprochen, wie klimafreundlich ist Software, und haben damals vorgestellt, wie dieser blaue Engel, der damals noch brandneu war, die Kriterien waren da noch so in der Schlussphase, wie sie entwickelt wurden, wie man jetzt bestimmen kann, ob Software klimafreundlich ist oder nicht. Der Fokus sind Desktop-Anwendungen, das ist also so die erste Version, insofern vom Scope her noch begrenzt. Aber das hat mich, da ich aus dem KDE-Projekt komme, natürlich angetriggert, weil ich gedacht habe, wir machen ja Desktop-Software. Also schauen wir uns doch mal diese Kriterien an und gucken doch mal, ob wir einen blauen Engel bekommen können. Ja, und was ich auf dieser Reise gelernt habe, das möchte ich euch heute hier zeigen. Die Kriterien, die für den blauen Engel hier definiert sind, ist also ein relativ großes Dokument, wo alles drinsteht, was ich zu beachten habe. Und das möchte ich euch jetzt hier auch im Einzelnen vorstellen, was da tatsächlich zu beachten ist und was wir dann auch gelernt haben, beim Versuch, diese Kriterien alle zu erfüllen. Man kann die so in drei Bereiche aufteilen. Das wäre also zum einen die Ressourcen- und Energieeffizienz. Was für einen direkten Klima-Impact hat vielleicht unsere Software, dann potenzielle Hardware-Nutzungsdauer, wie lange lebt die Hardware, auf der unsere Software läuft, auch das hat natürlich einen Impact. Und dann die Nutzungsautonomie, das ist so ein Aspekt, der ist ein bisschen überraschend, aber den möchte ich euch auch hier nahe bringen, weil wir reden nicht nur über Technik, wir reden auch über Kultur, und gerade dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, ganz wichtig, und deswegen möchte ich da auch so ein bisschen so ein paar Thesen aufstellen, beziehungsweise so ein paar Gedanken auch dazu äußern. Fangen wir mal mit dem ersten Kriterium an, die Ressourcen- und Energieeffizienz. Da geht es jetzt platt gesagt um die Messung, wie viel Energie verbraucht eigentlich meine Software und wie effizient arbeitet die eigentlich. Und der blaue Engel definiert da ein Messverfahren, das ist wissenschaftlich entwickelt worden, schon vor einiger Zeit. Und in diesem Messverfahren wird eine Messumgebung definiert, Referenzhardware definiert, das Setup, wie ich dort eben die Energie messe, auch was ich sonst für Ressourcendaten aufnehme. Und die Idee an dieser Stelle ist, dass gar nicht so einfach ist zu beurteilen, wie viel Energie verbraucht Software jetzt eigentlich. Für Standardnutzungsszenarien, die so typische Anwendungen von so einer Applikation beschreiben, da die Energie aufzunehmen und dann daraus zu berechnen, wie effizient ist die Software eigentlich auch. Und es wird über drei Messungen gemacht. Man sieht hier in dem Diagramm auch, es gibt eine sogenannte Baseline-Messung, die misst die Grundauslastung, also erstmal der Computer, auf dem ich meine Messung mache, wie viel Energie verbraucht er, wenn noch gar keine Software draufläuft, also oder meine Software noch gar nicht draufläuft. Also da ist so ein bisschen erstmal Grundauslastung da. Dann eine zweite Messung, da wird der Leerlauf gemessen. Das ist, wenn ich meine Anwendung installiert habe, wie viel verbraucht die, ohne dass sie erstmal was tut. Und dann das eigentliche Nutzungsszenario, wie kann ich da, wenn ich so ein typisches Nutzungsszenario durchgehe, wie kann ich da sehen, wie viel Energie dann verbraucht wird? Und das ist dann, aus diesen drei Kurven kann ich dann berechnen, wie viel Energie braucht mein Nutzungsszenario. Und das ist der Messwert, der jetzt beim blauen Engel als das Kriterium definiert ist, mit dem dann die Bewertung eigentlich von der Software an der Stelle stattfindet. Man kann sich hier schon denken, also vielleicht kommen schon hier so ein paar Zweifel und Fragen auf, wie exakt ist eigentlich dieses Verfahren und gibt es da nicht ganz viele Dinge irgendwie, die schiefgehen können und so weiter. Das ist alles richtig, aber es ist erstmal ein erster Schritt, um sich dem anzunähern. Und das ist auch so ein bisschen das Thema. Wir sprechen hier nicht über absolute Wahrheiten, wir sprechen hier eigentlich darüber, dass wir was lernen wollen und uns auch diesem Thema erstmal annähern müssen, um hier eine Intuition zu entwickeln, wie wir mit Energieverbrauch von Software umgehen können.
Ja, wie sieht es dann aus, so ein Mess-Setup? Wir haben einmal das sogenannte System under Test, das ist der Computer, auf dem die Software läuft, die wir messen wollen. Da stöpselt man dann ein Messgerät an die Stromversorgung an, sodass man einfach von außen wirklich messen kann, wie viel Strom fließt in den Rechner rein, ganz platt gesagt. Und dann ein System, auf dem dann die Daten aufgenommen werden. Da wird dann die Leistung gemessen des Rechners und da werden auch gewisse Ressourcennutzungsdaten aufgenommen, wie zum Beispiel Prozessorauslastung und Harddisk-Auslastung und Ähnliches. Und das gibt dann eben die Daten, auf der Basis dann die Auswertung stattfinden kann. Um dieses Nutzungsszenario zuverlässig zu messen, ist es ganz wichtig, das zu automatisieren. Es wird also so mehrere Messgänge gemacht. Es wird 30 Mal gemessen, damit man dann einen Durchschnitt bilden kann. Und um das zu tun, braucht man dann wiederum Software, die diese Automatisierung durchführt. Das ist ja so ein bisschen Symbolbild von unserem Automatisierer. Es gibt verschiedene Werkzeuge, mit denen man das tun kann. Das ist jetzt einer, der in der KDE-Community auch entstanden ist, um einfach dieses Nutzungsszenario immer wieder automatisch genau auf die gleiche Art und Weise durchzuspielen. Und das Ergebnis sieht dann so aus, das ist jetzt eine Messung von Ocula, dem PDF-Reader von KDE. Und da sieht man, wir gehen hier durch so ein paar Phasen durch. Und hier wird jetzt die Leistungsaufnahme von dem Rechner gezeigt über die Zeit, wo dieses Nutzungsszenario durchgefahren wird. Und da sieht man schon, da sind so ein paar Peaks drauf, wo man feststellen kann, okay, da passiert wahrscheinlich was. Und über die Automatisierung weiß man dann auch und kann das zuordnen, was ist da wo passiert. Und hier passieren eben Dinge wie, ganz vorne ist hier dieser große Peak, da wird die Datei erstmal geöffnet und geladen, das braucht natürlich Energie. Dann geht man in den Präsentationsmodus, geht so durch die verschiedenen Seiten durch, das sind dann hier so dieses bisschen Rauschen am Anfang. Dann invertieren wir die Ansicht, dort gibt es dann so ein bisschen einen größeren Peak, da muss der Rechner scheinbar irgendwie ein bisschen was tun, um der Software die Darstellung zu invertieren. Und so geht es dann weiter. Zum Schluss wird die wieder zurück invertiert. Da sieht man so einen ähnlichen Peak. Also das ist so eine typische Messkurve, die man dann sehen kann, woraus man schon was auslesen kann und was auch schon interessant ist für Softwareentwickler zum Beispiel, um da drauf zu schauen und mal zu sehen, mir war gar nicht klar, dass diese eine Funktion vielleicht so wahnsinnig viel Energie braucht. Oft sieht man das so dass es einfach langsam wird, wenn man es benutzt, aber oft sieht man das auch nicht, weil es vielleicht irgendwie im Hintergrund passiert. Und da gibt diese Kurve hier tatsächlich Einsicht und aus dieser Kurve kann man dann eben auch im Prinzip Durchschnittswerte und zusammenfassende Werte generieren. Ja, das ist eine Messung. Jetzt von einer einzelnen Applikation. Ich sagte schon, der blaue Engel im Moment spezifiziert nur Kriterien für Desktop-Anwendungen, also einzelne Applikationen. Natürlich läuft auf einem Computer normalerweise viel mehr als eine Applikation und die redet auch übers Netzwerk mit Servern und so weiter. Das ist im Moment in den Kriterien nicht abgebildet. Es gibt aber so ein paar Messungen, die auch da schon versuchen reinzugehen. Es gibt also Forschung, um das Ganze auch auszuweiten. Und so eine Kurve, die auch am Umweltcampus in Birkenfeld durchgeführt wurde, das sind diejenigen, die auch diese Messmethode entwickelt haben. Die haben zum Beispiel, Franziska May hat hier in ihrer Masterarbeit zum Beispiel Betriebssysteme auch durchgemessen und da mal geguckt, irgendwie, wie ist eigentlich dann auch so der Vergleich zwischen verschiedenen Systemen, wie energieeffizient sind die. Und da kriegt man dann hier auch so zwei Kurven draus, so ein Nutzungsszenario, zwei unterschiedliche Messungen, wo dann Software installiert wird und benutzt wird und Dinge gestartet werden und wieder gestoppt werden. Ja, man sieht hier den Vergleich. Dazu gleich ein Wort zur Vorsicht. Dieses Messverfahren gibt einen ganz guten Eindruck. Man kann daraus eine ganze Menge lernen, aber zum Vergleichen, da muss man echt aufpassen. Also weil es hängt natürlich vom System ab, es hängt natürlich von der Software selbst ab. Auch sind die Funktionen manchmal nicht so direkt aufeinander abbildbar, wenn man verschiedene Software vergleicht. Also das Ziel im Moment ist nicht, da wirklich eine absolute Zahl rauszukriegen und wirklich, sage ich mal, so eine, ein Minimum Threshold zu haben, ab wann jetzt eine Software nachhaltig ist, sondern erstmal was zu lernen überhaupt über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz, um daraus dann Schlüsse ziehen zu können. Aber hier sieht man, es gibt so ein bisschen Unterschiede, kann man sicher was daraus lernen. Ja, und dann die Auswertung, das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt. Wir haben eine Menge Daten aufgenommen, die werden dann ausgewertet und dann entsteht daraus ein Dokument, was dann auch als Grundlage für die Zertifizierung reicht.
Und da gibt es auch hier vom Umweltcampus entwickelt eine Software, die macht die Auswertung. Da kann man dann diese Messwerte aus den verschiedenen Szenarien, den Leerlaufszenario, Nutzungsszenario und so weiter, die Messwerte dort dann schicken in die Software. Und die produziert dann so einen Report, wo dann das Ganze nochmal aufbereitet wird, wo dann auch hier so die Endergebnisse rauskommen und die Details, also zum Beispiel dieser Wert irgendwie, wie viel mittlere Leistung jetzt eigentlich in einem Szenario durchgefahren ist. Und da kann man dann reinschauen und da sieht man dann eine ganze Menge. Auch hier kann man sicher noch viel mehr Auswertung machen als das, was jetzt hier in dem Standardverfahren notwendig ist. Aber es gibt erstmal die Grundlage für die Daten, die man jetzt für den Blauen Engel braucht. Ja, die KDE-Community ist normalerweise ziemlich kreativ und das hat sich hier auch wieder gezeigt. Natürlich haben sich Leute hingesetzt und gesagt, ja okay, jetzt ein teures Messgerät zu kaufen, ist jetzt für uns als Leute, die oft in ihrer Freizeit dran entwickeln, nicht das, was wir wollen. Deswegen probieren wir doch mal, ob vielleicht andere Geräte auch funktionieren. Und das ist jetzt hier ein Beispiel, Volker Krause, der auch in der Community da viel dran arbeitet. Der hat sich mal hingesetzt und einfach mal Smart Power Plug genommen, der eigentlich zum Schalten von Strom gedacht ist. Aber den kann man dazu bringen, auch Messungen durchzuführen, weil der hat einfach die Hardware drin. Und dann kann man die auslesen. Und da geben sich dann im Prinzip dieselben Daten. Muss man ein bisschen wieder draufschauen, wie hoch ist die Qualität und so. Aber da kommt man eben mit so einem 10-Euro-Stecker genauso weit, wie man sonst mit einem Messgerät kommt, was vielleicht wesentlich teurer ist. Ob die Daten dann auch genauso exakt sind, ist natürlich wieder so eine Frage. Aber gerade da wir hier wirklich über ein Feld sprechen, wo wir lernen müssen, erst wie wir überhaupt mit diesen ganzen Sachen umgehen, ist natürlich super hilfreich, wenn wir da auch erstmal in die Breite gehen können und einfach erstmal Daten sammeln können, bevor wir dann unsere Schlüsse ziehen. So, was haben wir gelernt bei dieser ganzen Betrachtung von der Ressourcen- und Energieeffizienz? Das eine haben wir gelernt, man muss eine ganze Menge drüber sprechen. Man muss wirklich drüber diskutieren. Und wenn man Daten hat, kann man besser debattieren, weil dann schwebt man nicht im luftleeren Raum, sondern dann hat man wirklich was, worauf man sich beziehen kann. Die Daten sind im Moment tatsächlich schwer vergleichbar, das muss man auch sagen. Also wir können jetzt nicht sagen, die eine Software ist besser als die andere, weil auf Gerät X haben wir das so gemessen, auf Gerät Y so. Das ist also so, dass wir da ein bisschen mit Vorsicht rangehen müssen. Und ich würde auch generell sagen, so die Intuition fehlt uns noch so ein bisschen, um diese Ergebnisse zu interpretieren. Also wir wissen, was eine 100-Watt-Glühbirne ist. Da haben wir ein Gefühl dafür irgendwie, auch wenn man heute keine Glühbirnen mehr hat, aber das ist so ein Gefühl, was wir haben. Wir wissen, was ein 5-Liter-Auto ist. Da haben wir eine Vorstellung davon, wie umweltfreundlich oder schädlich das vielleicht ist. Aber bei Software wissen wir, was eine 0,5-Wattstunden-Applikation ist. Ist das gut oder schlecht? Wissen wir, glaube ich, noch nicht. Deswegen, die Intuition fehlt uns da noch so ein bisschen. Deshalb der Ansatz im Moment ist, glaube ich, sehr, sehr richtig und wichtig, dort einfach erstmal für Transparenz zu sorgen und sagen, okay, wir haben Daten und dann können wir auch drüber sprechen und dann können wir die Intuition entwickeln, dann können wir Methoden entwickeln und verbessern, um vielleicht auch dann vergleichen zu können. Was wir auch gelernt haben, ist, es gibt verwandte Motivationen, die so bei der Softwareentwicklung auftauchen, Performance-Optimierung. Meistens macht man das, um Software schneller zu machen, nicht um weniger Energie zu verbrauchen. Aber das führt oft zu denselben Aktivitäten. Und Accessibility, also auch Applikationen zugänglich zu machen, zum Beispiel über einen Screenreader oder sowas, das ist auch ein ganz, ganz hilfreicher Aspekt, wenn man diese Automatisierung betrachtet, um Software eben dann in diesen Nutzungsszenarien durchspielen zu können. Da hilft uns die Technologie an der Stelle. Da gibt es also Überlapp. Ja, und wenn wir mal so diese zwei Perspektiven Technik, Kultur betrachten, Technik ist da irgendwie ganz klar, das sind Messung, Daten, das ist die Wissenschaft. Kultur ist dann eher, ja, was machen wir mit den Daten? Wie können wir für Transparenz sorgen und wie können wir diesen Diskurs herstellen, um dann auch die Bewertung von den gemessenen Daten herstellen zu können? So, der zweite Bereich, die potenzielle Hardware-Nutzungsdauer. Software hat da einen Einfluss drauf. Wir wissen alle irgendwie, wie oft haben wir schon ein Handy irgendwie außer Betrieb nehmen müssen, weil es keine Sicherheitsupdates mehr dafür gab. Und dadurch entsteht natürlich auch Müll. Und
Eine ganz gute Illustration dieses Mülls ist dieser Wee-Man, der steht in Südengland und ist so eine meterhohe Skulptur. Das repräsentiert so den Elektromüll, den ein typisches Mitglied der westlichen Gesellschaft innerhalb eines Lebens so produziert und wegwirft. Der ist also wirklich gigantisch. Und wenn Software dazu beiträgt, diesen Müllberg zu erhöhen und diesen Giganten noch größer zu machen, dann haben wir da natürlich ein Problem. Und das ist genau die Idee hinter diesem zweiten Kriterienblock, der eben besagt, dass die Software nicht dazu führen soll, dass Hardware, die eigentlich noch voll funktionsfähig ist, nicht mehr verwendet werden kann. Und deswegen werden da Referenzsysteme auch beschrieben. Das ist jetzt hier das Referenzsystem aus dem Jahr 2015. Auf dem läuft also dann auch unsere Messung oder auf ähnlichen Systemen. Das ist also ein Computer irgendwie vor zwischen 7 Jahre alt, ist jetzt auch noch nicht wirklich alt, aber das sind so Referenzsysteme, wo wir dann feststellen müssen und wo die Kriterien auch verlangen, dass die Software auf diesen alten Systemen läuft. Und das ist was wir auch festgestellt haben, dass das total gut mit unserer Kultur zusammengeht. Also Software auf alten Computern laufen lassen oder überhaupt auf Computern laufen zu lassen, egal woher und wie gut, das ist was wir schon immer gemacht haben in der freien Softwarekultur. Also Installfests ist sowas, wo früher irgendwie dann mehr mit der Perspektive, wir wollen den Leuten Linux oder irgendwas nahebringen, gemacht wurden. Oder heute zum Beispiel die Upcycling Android Workshops, die FSFE macht, wo alte Telefone mit neuer Software ausgestattet werden, sodass man die Lebensdauer der Hardware verlängern kann. Das ist also was ziemlich gut ineinander greift. Und das ist so, dieses Kriterium oder dieser Kriterienblock war für uns sowas, ist das nicht selbstverständlich. Da müssen wir überhaupt nichts machen. Unsere Software läuft sowieso auf 20 Jahre alte Hardware, hat sie schon immer getan. Und das spricht natürlich für freie Software, ist ansonsten manchmal gegeben, aber nicht unbedingt gegeben. Also Technik, Kultur ist hier wieder so die Frage. Technik, ja, Systemanforderungen, was für Trade-offs machen wir, um vielleicht neue Features implementieren zu können? Oder vielleicht auch, wenn man jetzt aus nicht freier Software spricht, wie können wir unser Geschäft irgendwie da möglichst effektiv umsetzen? Was ist unser Businessmodell? Auf der kulturellen Seite muss man natürlich sagen, ja, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse? Brauchen wir wirklich schnellere Telefone, schnellere Computer? Oder auch die Frage, was ist jetzt eigentlich cool? Ist es cool, das neueste iPhone zu haben oder ist es cool, das Telefon zu haben, was seit 20 Jahren seinen Dienst tut? Gibt es in dem Fall wahrscheinlich nicht oder noch nicht. Gut, der dritte Bereich ist diese Nutzungsautonomie. Das ist jetzt auch ein Bereich, der ist wichtig für nachhaltiges Software-Design, nicht weil er direkten Einfluss auf den Energieverbrauch hätte, aber weil er unsere Handlungsfähigkeit bestimmt, wie wir überhaupt mit Software umgehen können und wie viel Einfluss haben wir überhaupt darüber, selber entscheiden zu können, ob wir Software verwenden, die Energie verbraucht und vielleicht das Klima schädigt, oder ob wir andere Software verwenden können. Und um das zu machen, definiert der Blaue Engel dort einen ganzen Satz von Kriterien. Das ist auch so von der Anzahl der Kriterien der längste Block. Es sind so 3 Bereiche. Der erste Bereich enthält Dinge wie Datenformate. Da wird definiert, dass Datenformate offen sein müssen, dass ich auch Daten austauschen kann zwischen verschiedenen Anwendungen. Da gehört auch die Transparenz des Softwareproduktes dazu, dass also ich zum Beispiel Schnittstellen dokumentiert habe, dass ich in den Code reinschauen kann, dass ich verstehen kann, wie die Software funktioniert, dass also transparent ist, wie die Software funktioniert und auch was für einen Impact die Software hat. Und ein bisschen allgemeiner dann die Dokumentation des Softwareproduktes, der Lizenz- und Nutzungsbedingungen, sodass eben wirklich klar ist, was tut die Software, was für Trade-offs muss ich als Benutzer machen an der Stelle. Und ein Beispiel für KDE, was wir da festgestellt haben bei der Erfüllung der Kriterien, wir haben eine fantastische Telemetrie-Policy, wo wir definieren, wie wir mit Daten umgehen, die Applikation zurückschickt zu uns, weil wir natürlich interessiert sind, daran darüber was zu lernen, was Nutzer machen mit unserer Software, aber dann natürlich nicht in die Freiheit und die Kontrolle, die Privatsphäre, die Autonomie unserer User eingreifen wollen. Deswegen haben wir sehr, sehr scharfe und sehr klare Bedingungen, die auch von der Community so beschlossen worden, aber das Ganze ist nicht in jeder Applikation sichtbar. Deswegen ist so eine Sache, die wir zum Beispiel jetzt hier für den Blauen Engel machen mussten, das zu dokumentieren und das zu verlinken, sodass es klar ist, dass wir dort entsprechende Regelungen auch klar beschlossen haben und die auch dann für die Nutzenden transparent sind.
Der zweite Bereich ist Kontinuität des Softwareproduktes, dass also für eine gewisse Zeit garantiert ist, dass es auch Updates gibt, dass es auch Sicherheitsupdates gibt, dass ich eben nicht gezwungen bin, auf andere Software zu entwickeln. Und auch, dass neuere Versionen der Software jetzt nicht viel mehr Energie verbrauchen als ältere Versionen. Also da ist auch so eine Grenze festgeschrieben, dass zukünftige Versionen eben nur einen bestimmten Zuwachs an Energie, an Energieverbrauch haben dürfen, um weiter die Kriterien zu erfüllen. Und das gibt dann natürlich Kontinuität. Und der dritte Bereich, das ist, sind Themen wie Deinstallierbarkeit. Kann ich die Software einfach wieder entfernen? Offline-Fähigkeit. Muss ich unbedingt Netzzugriff haben? Modularität. Kann ich vielleicht auch Teile der Software, die ich nicht brauche, deinstallieren? Und Werbefreiheit. Kann ich Software benutzen, ohne mit Anzeigen oder Ad-Tracking oder sonst was irgendwie belastet zu werden? Bei manchen Webseiten oder mobilen Applikationen fragt man ja wirklich, benutze ich hier eigentlich die Applikation oder mache ich eigentlich nur Werbung hier? Und deswegen schreibt der Blaue Engel da auch vor, eben keine Werbung in der Applikation zu haben. Was haben wir hieraus gelernt? Dokumentation ist der Schlüssel, also diese Nutzungsautonomie, das muss man wirklich dokumentieren. Das sind Sachen, die jetzt sich nicht unbedingt technisch sofort irgendwie erschließen. Und die Offenheit macht es total einfach. Also wenn man da mit Open-Source-Software rangeht, wenn man da mit freier Software rangeht, dann sind diese Kriterien relativ einfach zu erfüllen. Und der Schlüssel ist natürlich, dass die Nutzenden die Kontrolle haben müssen. Insofern Technik, natürlich, wie entwickeln wir Open Source? Dann es gibt auch harte technische Anforderungen, jetzt aus juristischer Sicht technische gesehen, natürlich an den Datenschutz, Dokumentation, technische Dokumentation. Aber die Kultur an der Stelle ist natürlich ganz wichtig. Was machen wir dann eigentlich damit? Und geben diese Sachen wirklich dem Nutzenden Kontrolle und die Freiheit, mit ihrer Software zu machen, das, was sie auch wollen. Ja, dann zur Zertifizierung. Ocular, der PDF-Reader, ist die erste Software-Applikation, die den Blauen Engel bekommen hat. Das war Anfang des Jahres, dass wir das bekommen haben. Und diese Woche bei der EnviroInfo haben wir auch das offizielle Zertifikat überreicht bekommen. Das heißt, jetzt haben wir es auch im Schrank stehen, dass wir, dass wir nachhaltige Software entwickeln. Und um dahin zu kommen, muss man durch diesen Antragsprozess durchgehen. Da muss man dann 7 Formulare und Nachweise ausfüllen. Das ist eigentlich alles okay. Unsere Software mit Open Source passt hervorragend zu den Kriterien in der Regel. Der Prozess ist so ein bisschen mühsam, weil wir halt zum Beispiel, ich spreche jetzt immer über Softwareprodukt, weil der Blaue Engel davon spricht, aber wir als Community produzieren wir eigentlich nicht Produkte in dem Sinne, dass wir Kisten verkaufen. Deswegen der KDE e.V. als Verein hinter der Community ist der Antragsteller. Und auch hier wiederum, Transparenz ist der Schlüssel. Also auch hier sind wir so rangegangen, dass wir unsere ganzen Antragsformulare und so weiter, wie wir das gemacht haben, haben wir im Prinzip als Softwareprojekt organisiert. Das ist auch auf unserem Git-Server, GitLab-Server einsehbar. Da haben wir dann auch in der Community zusammen dran gearbeitet, um dann diese Antragsformulare zu bekommen. Ja, wir haben jetzt den Blauen Engel, wir haben sogar das Zertifikat, das steht bei uns jetzt im Schrank, aber das ändert natürlich noch gar nichts. Deswegen ist die interessante Frage, was folgt jetzt eigentlich daraus? Und es sind so ein paar ganz spannende Dinge eigentlich passiert, die ich hier jetzt noch kurz anreißen möchte. Das eine, was so entstanden ist, dadurch, dass wir uns mit diesem Thema Energiemessung und Effizienz auseinandergesetzt haben, haben plötzlich Leute angefangen, Bug-Reports mit einem Efficiency-Label zu versehen, um einfach zu sehen, okay, wir haben hier gewisse Dinge, wenn wir daran arbeiten, dann werden wir energieeffizienter. Und das ist natürlich dann für uns ein Gewinn. Und das motiviert dann vielleicht auch wieder Leute, gerade aus der Community, sich auf Sachen zu konzentrieren, die da mehr Effekt haben. Also da hat sich schon so ein bisschen eine Selbstentwicklung in der Community dann herausgestellt. Ein zweiter ganz interessanter Aspekt ist, da gibt es eine Masterarbeit von Nicolas Feller dazu, wie man Nachhaltigkeit als Qualitätskriterien im Softwareentwicklungsprozess verwenden kann. Also wenn jetzt die Software, der Energieverbrauch einfach ein Kriterium ist dafür, ob jetzt eine Software für eine Release fertig ist. Das ist so ein Ansatz, wo wir auch drüber nachdenken, wie wir das noch besser umsetzen können, dass es einfach eingebaut ist in unserem Prozess.
Und dann entwickelt sich natürlich die Technik weiter, die Messkriterien entwickeln sich weiter. Und das findet so ein bisschen in diesem Spannungsfeld so zwischen Forschung und Community statt. Hier so ein kleiner Shoutout zu vier Gruppen, mit denen wir da auch in regem Kontakt stehen, die da auch viele Beiträge machen. Da gibt es ganz viele Perspektiven und das wird auch immer größer. Ein Projekt aus der KDE-Community ist unser FOSS Energy Efficiency Projekt. Das ist also ein Projekt, wo wir uns wirklich um diese Messungen betrachten und das Ziel dort ist eben, gute Daten zu erzeugen, mit denen wir arbeiten können. Und das ist die Grundlage, auf der wir dann auch die Zertifizierung gemacht haben. Aber das geht darüber weit hinaus und soll auch weit über KDE hinausgehen. Also das ist nicht auf KDE bezogen, sondern wir wollen einfach gemeinsam mit der gesamten Community daran arbeiten, wie können wir diese Daten erheben. Und dazu haben wir ein Messlabor aufgebaut und die Idee ist auch, da vielleicht noch mehr Applikationen zu messen, vielleicht auch noch weitere Messlabors aufzubauen. Das ist gar nicht kompliziert, da kann man also viel tun und auch da ist eure Kreativität gefragt, wenn ihr da zum Beispiel Interesse habt, mal was durchzumessen. Da haben wir jetzt tatsächlich auch Möglichkeiten für. Und um weiter diese Unterstützung zu machen, um das umzusetzen, gibt es auch ein Projekt, was aus der Verbändeförderung auch teilweise finanziert wird, um den Blauen Engel für freie Software noch weiter bekannt zu machen, dort auch Material wie zum Beispiel ein Handbuch zu produzieren. Da gibt es auch regelmäßige Meetups. Das ist also auch eine super Gelegenheit, um da mal reinzuschnuppern oder auch mal selber zu erforschen, irgendwie, was man da noch selbst beitragen kann. Und das ist jetzt das Allerneueste, die Nachricht ist von gestern. Die KDE-Community setzt sich immer für 2 Jahre strategische Ziele, 3 an der Zahl, wo spezieller Fokus drauf gelegt wird. Und für die nächsten 2 Jahre haben wir uns in der KDE-Community das Ziel gegeben, dass wir als 1 von 3 Zielen an Sustainable Software arbeiten. Also wie können wir wirklich nachhaltiges Software-Design umsetzen? Und das wird uns hoffentlich da auch noch ein bisschen Schub geben, um jetzt nicht nur für Ocular, sondern vielleicht auch für weitere Applikationen dort das umzusetzen, was wir brauchen, um wirklich nachhaltige Software betreiben zu können. Gut, dann komme ich zum Ende mit dem Fazit. Für mich hat sich so vieles von den Dingen, die wir gelernt haben, auf eine Formel zurückführen. Und die Formel ist für mich Transparenz plus Freiheit gleich Aktion. Was meine ich damit? Transparenz ist ein ganz wichtiger Anteil, um überhaupt erstmal uns die Möglichkeit zu schaffen, Entscheidungen treffen zu können. Diese Transparenz darüber, wie viel Energie verbraucht eine Anwendung, was macht sie eigentlich? Und Transparenz ist da was, das können wir die Software entwickeln und gestalten, können wir herstellen. Als Nutzende müssen wir das einfordern. Das müssen wir von Herstellern die Transparenz einfordern. Dann die Freiheit, das ist das, was uns überhaupt in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, Auswahl zu treffen, ob ich jetzt die eine oder die andere Software einsetze oder wie viel davon. Diese Freiheit, die brauchen wir natürlich, um Entscheidungen treffen zu können. Und auch da können wir als Softwareentwickler, als Leute, die Software gestalten, natürlich Freiheit herstellen. Oder als Nutzende müssen wir die leider auch wirklich oft erkämpfen. Aber wenn wir das haben, dann sind wir handlungsfähig. Und wenn wir handlungsfähig sind, dann können wir in eine Aktion treten. Und ich denke, wir sind alle hier, weil wir wissen, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen irgendwie etwas tun, damit wir unsere Lebensgrundlage für uns und zukünftige Generationen nicht zerstören. Das Schöne ist aber, wir können auch etwas tun. Und wir tun auch etwas. Wie wir eben gezeigt haben, all das sind Anfänge, aber wir tun was. Und ja, mein Aufruf an euch hier oder alle, die Interesse daran haben oder auch einfach nur verstehen, dass da wirklich Handlungsbedarf steht, lasst uns das gemeinsam tun. Das ist unser Ansatz, den wir in der KDE-Community verfolgen, der, glaube ich, aber auch insgesamt einfach der Ansatz ist, der uns hier weiterbringt. Ja, insofern dieser Aufruf. Falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt hier, falls ihr euch einfach nur mal neugierig seid, was da passiert oder selber irgendwie mal zu einem Meetup gehen wollt oder online bei einem Meetup teilnehmen wollt oder auch aktiv werden wollt. Wir haben so ein paar Kontaktpunkte hier. Das eine ist unsere Mailingliste, die Energy Efficiency Mailingliste. Es gibt eine Webseite, die ist so ein bisschen zentraler Anlaufpunkt. Da finden Sie auch Links zu vielen anderen Sachen. Oder auch FIEP, unser Energiemessungsprojekt. Da gibt es dann konkrete
konkrete Messanleitungen und Informationen darüber, wie man jetzt Software tatsächlich messen kann. Ja, das war meine Geschichte, wie wir bei KDE den Blauen Engel bekommen haben. Und damit möchte ich ja schließen. Danke. Dankeschön, Cornelius. Ihr wisst ja, diese Talks sind sehr knapp getimed. Deswegen haben wir jetzt eigentlich offiziell nur noch 5 Minuten in dem Saal. Ich dachte, vielleicht sammeln wir jetzt 3 Fragen und dann beantwortest du die 3 kurz. Und ich glaube, Cornelius ist sonst auch noch länger noch da. Ihr müsst die bitte ins Mikro sagen, damit die auch auf dem Stream gehört werden. Ich sehe schon eine. Da drüben sehe ich noch eine. Und da ist noch eine. Kurze Frage, ja? Meine Frage wäre, so ein Rechner zeichnet ja auch selber relativ viele Informationen aus. CPU-Verbrauch, Memory-Verbrauch, vielleicht auch Grafikkarte oder so. Manche geben ja sogar Power-Consumption an. Ist der Unterschied zwischen dem, was ihr messt und dem, was man einfach direkt im Rechner sehen kann, so signifikant, dass es das tatsächlich wert ist? Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine eigene Software optimieren will, brauche ich so eine Messeinrichtung überhaupt? Ich würde sagen, wir sammeln die kurz, weil dann kann ich wieder runterkommen. Hier drüben alle noch. Hi. Meine Frage wäre, der Blaue Engel erfordert ja eine relativ spezifische Referenzhardware. Könntet ihr quasi den Blauen Engel auch für andere Software beantragen? Habt ihr diese Hardware oder wie stehst du generell zu diesem Thema Referenzhardware? Das sind irgendwelche Fujitsu-Rechner von 5 Jahre alt, 10 Jahre alt, je nachdem. Ist das relevant? Kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja. Du hast ja vorhin noch abgefragt, wer die Bits und die Bäume sind. Ich habe mich als Bäume geoutet und ich glaube, es waren 2 Bits-Fragen. Gibt es noch eine Baumfrage? Hast du eine Baumfrage? Das sind natürlich Bits- und Bäume-Fragen. Ihr wisst, was ich meine, sozusagen Fragen, die alle im Raum verstehen. Ja, super. Aber ihr dürft eh Fragen stellen, was ihr wollt. Ich wollte nur so einen Anreiz setzen. Nein, also meine Frage wäre, ob es Bestrebungen gibt, langfristig gesetzliche Anforderungen umzusetzen, dass Hersteller verpflichtet werden, auch bestimmte Richtlinien einzuhalten. Also es gibt ja schon ein paar Vorgaben, die ihre Hersteller einhalten müssen. Aber gerade so im Hinblick auf Energieeffizienz, Lizenz von Software und auch Update-Fähigkeit und Nutzungsdauer von Hardware sehe ich noch viel Potenzial nach oben, gerade wenn man so an Smartphones und solche Geschichten denkt. Ja. Dankeschön. Gut, dann hoffe ich, habe ich mir die Fragen richtig gemerkt. Wir fangen an mit der Frage, wir messen von außen wirklich den echten Energieverbrauch. Reicht es nicht vielleicht auch stellvertretend, den Prozessorverbrauch zu messen? Und die Antwort ist meistens ja. Um das beurteilen zu können, brauchen wir natürlich beide Messungen, die von außen als auch die interne. Es gibt aber auch Szenarien, wo das nicht so gut funktioniert. Also was sehr gut funktioniert, was auch sehr viele Tools dafür gibt, ist wirklich den Prozessorenergieverbrauch zu messen. Aber zum Beispiel, wenn der Hauptenergieverbrauch auf der Grafikkarte stattfindet oder im Netzwerkinterface oder so, dann taucht es da nicht auf. Die zweite Frage war nach den Referenzsystemen. Also ich habe den Computer auf eBay bestellt für 150 Euro oder irgend sowas. Also im Moment sind die noch ganz relativ einfach verfügbar. Die Messungen sind auch auf einem von den Referenzsystemen erfolgt. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, ist ein Referenzsystem natürlich notwendig. Ob die Zahlen wirklich vergleichbar sind, ist so ein bisschen eine Frage. Also ich kann es auch nicht beurteilen, was jetzt passiert, wenn man jetzt einen Antrag einreichen würde, den man nicht auf einem Referenzsystem gemessen hat. Aus meiner Sicht gibt es im Moment keinen echten Grund, auf diesen Referenzsystem zu bestehen. Was wichtig ist, eben einfach transparent zu machen, auf was für einem Rechner habe ich gemessen, dass man die Zahlen interpretieren kann, dass man dann vielleicht vergleichen kann. Aber das ist aus meiner Sicht sind die Referenzsysteme nicht das Entscheidende. Ich glaube, davon sollte man sich auch nicht abhalten lassen, in dieses Thema einzusteigen, wenn man jetzt keines von diesen Systemen hat. Und die dritte Frage war nach der politischen Regulation an der Stelle. Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Motivation, energieeffiziente, ressourceneffiziente Software herzustellen, ist die Frage, woher die kommt. Da kann man natürlich über so indirekte Mechanismen gehen, wie jetzt den Blauen Engel, ich zertifiziere das und dann können die Konsumenten selbst entscheiden. Tatsächlich ist es so, muss man auch sagen, dass in der Industrie, in der Softwareindustrie bisher kein großes Interesse an dem Blauen Engel für Software bestanden hat. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Je mehr Software den hat, desto mehr können Konsumenten das
das auch als Entscheidungsgrundlage verwenden. Aber es gibt sicher auch Bereiche, wo man härter regulieren muss. Und man sieht das natürlich so ein bisschen teilweise dann auch indirekt. Also wenn man jetzt Beschaffung von Software in der öffentlichen Verwaltung anschaut, da gibt es dann natürlich Regeln dafür. Da ist es auch so, dass zum Beispiel, ich glaube, die Stadt Dortmund war das, die hat vor einiger Zeit irgendwann mal den Beschluss getroffen, dass sie Software mit blauen Engel bevorzugt vor anderer Software, um einfach diese Kriterien einzuhalten. Da kann man natürlich dann für bestimmte Bereiche auch Vorgaben machen und mehr Regeln schon, dass nicht alles nur dem freien Markt überlassen ist. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie weit das geht und ob man vielleicht an manchen Stellen auch wirklich harte gesetzliche Rahmenbedingungen braucht. Also beim Datenschutz haben wir das gesehen, also da braucht es die harten Bedingungen. Bei anderen Sachen, also ich hatte vorhin die Werbefreiheit genannt, da frage ich mich manchmal, ob es da nicht härtere wirklich Rahmenbedingungen geben müsste, damit da nicht so viel Quatsch entsteht, der wirklich niemandem was bringt und der nur Energie verbraucht, ohne dass damit ein Nutzen für Nutzende erzeugt wird. Insofern, ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Politiker, wie da so die Strömungen sind und ob da was auf uns zukommt oder nicht. Aber ich glaube, wir brauchen so diese Kombination aus allem. Die Transparenz, damit wir selber entscheiden können, die Freiheit, die es uns möglich macht zu entscheiden und dann aber vielleicht auch wirklich einen Rahmen, um so die extremen Auswüchse abzuschneiden oder auch die Motivation dann in der Industrie entsprechend zu kanalisieren. Ja, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Wir sind gerade so oberpünktlich hier unterwegs, dass ich sagen würde, wir könnten auch noch eine behandeln, wenn du Lust hast. Gibt es jemanden noch, brennt jemand noch was unter den Nägeln und ihr möchtet noch gerne eine Frage stellen? Okay. Nee, du hast ja schon eine gestellt. Nett von dir, aber vielleicht ist es dann eher dialogisch und ihr könnt es gleich nochmal klären. Genau, ich bin auch hier, also wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne noch auf mich zu. Super. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für deinen Input, Cornelius. Ich habe noch einen kleinen Orga-Aufruf und zwar fehlen noch Engel, also HelferInnen. Besonders an der Kühlfarbe und beim Spülen haben heute welche gefehlt. Das ist ja eine Mitmachkonferenz. Das ist also total schön, wenn ihr irgendwo einen kleinen Beitrag leistet. Ihr könnt dieses Engelsystem euch selber einloggen online, also euch da einen Account zulegen. Oder wenn ihr es erklärt haben möchtet, einfach zum Infostand gehen. Wäre super, wenn ihr noch ein bisschen Zeit finden würdet, ein bisschen auszuhelfen. Vielen Dank und schönen Nachmittag noch. Danke.